Blumen. He is so specific. He is so specific from a simple question of saying, what's your favorite color? My guy went deep into the specifics. Ah! Ladies and gentlemen, boys and girls, you know what time it is. It's your boy again, Shady Shay, the very one and the only. But you know that already, guys. And we are back again today. Ich bin Shady Shay, the Endsieger. Okay? So, guys, today we're going to check out German comedy laureate Marriage Counseling, okay? We're exploring more into the German humor. Without saying too much, guys, today I'm gonna jump on this right away. This looks kind of funny. So let's go. Let's go, guys. Let's get entertained. But before we start, smash like, subscribe, give me some love, and let's get this started, guys, okay? Let's go straight to business. First of all, I'm just gonna smash like on this channel, then I'm gonna subscribe as well, and then let's go. It's your boy, Mr. Shady. Herr und Frau Blömann. Bitte nehmen Sie doch Platz. Mein Institut ist bemüht, den Ehegatten bei der Überwindung einer kritischen Phase auf psychologischem Wege behilflich zu sein und körperliche oder geistige Kontaktschwächen auszugleichen. Okay. Wunder vollbringen wir nicht. Ah. wait. He said, ah. So he was expecting a miracle, yeah? Wunder vollbringen wir nicht. Ah. Wo liegen Ihre Schwierigkeiten, schwerpunktmäßig? Na, wenn Sie das nicht wissen. Wir hatten eigentlich gedacht, dass wir von Ihnen da irgendwas. Wir kommen immerhin von auswärts. Und Ihre Lieblingsfarbe? Weiß. Schaumol-Weiß. Das ist noch etwas weißer als Weiß. Hm, pure White. Und Herr Blömann, Ihre Lieblingsfarbe? Grau. Aber nicht so grau. Mehr grün-grau. Ins Bräunliche. Eine Art braun-grau mit grün. Ein braun-grün-grau. He is the problem. Gray. Greenish gray. Going into brown. Brownish green gray. Just your favorite color, bruv. Braun-grün-grau. Es scheint auch nichts, wenn es ein bisschen ins Bläuliche hinüber. No! He is the problem. He is the problem. Hauptsache, es ist grau. Danke. Braun-grau. Vielen Dank, Herr Blömann. Es könnte auch das genügt, Herr. That is the problem. She said that is enough. Okay, Mr. Blömann, that's enough. Blömann? Ein braunrot, aber im Ganzen grau. Ja, ja. Also ein grünlich-blaues braunrot-grau. Es kommt nicht so genau darauf an, Herr Blömann. Doch. Sie sehen nachher in so einer Tabelle nach und da steht dann bei grau, Herr Blömann schlägt seine Gattin oder etwas Ähnliches. Herr Blömann, ich versichere Ihnen... Nein, ich kenne diese modernen psychologischen Tricks. Herr Blömann... Man sagt irgendeine Farbe und schon wird man schuldig geschieden. Ich möchte zunächst... Aber haben Sie bemerkt, wie oft meine Gattin ihre Handtasche auf und zu knipst und hineinguckt? Haben Sie das bemerkt? Ja? Wie? Was? Nein, natürlich nicht. Ich hätte... Herr Blömann, Ihre Gattin kann ihre Handtasche auf und zu knipsen und hineinsehen, so oft sie will. Siehste? Aber nicht 8 Mal in 6 Minuten. Siehste. Das sind im Jahr fast 350.000 Mal geknipst und geguckt. Herr Blömann, he is so specific. He is so specific from a simple question of saying, what's your favorite color? My guy went deep into the specifics. Ah! Vielleicht, dass Sie bei sich auch öfter mal irgendwas auf und zu machen, gell? Ja, aber ich gucke nicht jedes Mal hinein, nicht wahr? What does he open? Darf ich jetzt in der Untersuchung fortfahren? Bitte sehr. Ich zeige Ihnen jetzt... Frau Blömann, würden Sie jetzt einmal das Knipsen und Gucken unterlassen? Ich zeige Ihnen jetzt ein Bild und Sie sagen mir, was es darstellt. Okay. Zuerst Herr Blömann, bitte. He had to take off his glasses. Okay, this is gonna be interesting. Tja. Was sagt Ihnen das Bild? Ganz kurz. Reiter, 2 Reiter und Pferde. Sonst nichts? Nein. Ah ja, 2 Damen. Reiten die auch? Nein. Ihr Gesamteindruck? 2 Herren geben 2 Damen Reitunterricht. Und Frau Blömann, sind Sie anderer Meinung? Ja, das ist mir so Urlaub. Mit Reiten und so. Die Herren sind den Damen irgendwie behilflich. Herr Blömann, helfen Sie Ihrer Gattin gelegentlich? Wir reiten nicht. Wir haben einen Wellensittich. Ich glaube, ich habe das Farbfoto mit. Frau Blömann, Sie lassen jetzt Ihre Tasche zu. Wie reden Sie denn mit meiner Gattin? Ihr Wellensittich interessiert jetzt nicht. Ach was? Die gibt mir jeden Morgen einen Kuss. Herr Blömann, küssen Sie Ihre Gattin gelegentlich? Weniger.
Warum nicht? Es ist zeitlich immer etwas ungünstig. Und Sie, Frau Blömann? Oh mein Gott, ich habe auch mal einen Haushalt. Ah ja. Herr Blömann, darf ich Sie bitten, Ihre Gattin zu küssen? Was ist los? Der Kuss als Ausdruck menschlich-ehelicher Beziehung ist zur Behebung einer chronischen Kontaktschwäche von großer Bedeutung. Bitte küssen Sie jetzt Ihre Gattin. Wohin? Wo Sie wollen. Nein. Nein, nein. She's ready. Dann müssen wir die Grundformen des Kusses ganz neu erarbeiten. Sie nähern sich dem Partnermodell auf etwa 8 bis 12 Zentimeter und sagen Hallo Schatz. Dann berühren Sie mit den Lippen die Mundpartie. Hallo Schatz. Mehrmals bitte. Frau Blömann, Sie sollten Ihren Gatten öfter mal mit einer hübschen Bluse überraschen, einem anderen Lippenstift oder mit einer neuen Frisur. Das genügt. Yo, this guy's a joke. Bitte, Frau Blömann. Auf den Mund? Sie verhalten sich ganz passiv. Sie you behave passionately. You let me kiss you. Lassen sich küssen, gell? Was kostet denn so ein Gerät? Das ist im freien Handel nicht erhältlich. Auch nicht gebraucht? Nein. Ah. So, für heute ist es... Why is he asking how much it costs? Why? He liked the kiss. He enjoyed the kiss, yeah? Ist genug. Und nun üben Sie daheim weiter. Der leichte Kuss aus der Grundhaltung. Aneinander, miteinander. Täglich dreimal, gell? Vor oder nach den Mahlzeiten. Just stop it. She's gonna shout. Yo, she's meant to be sorting out the issues, but she has problems of her own. Oh my days. This is definition of a kettle calling a pot black. Okay, that is the definition. Alright. This is some crazy thing, bro. I mean, this was pretty interesting. Okay, pretty interesting. Not the kind of humor I was expecting. Okay, but just pretty interesting anyway. I see you guys talked a lot about the Laureate, and I was like, yeah, you know, why not check out Laureate and let's see what have Laureate got. And yeah, interesting though. Like I said, very interesting. Yeah, their problem was simple. Their problem was very, very, very simple. Just make their relationship a bit more kinky. And that's it, that's sorted. That's it. Plus, the lady though, the counselor. Yeah, she needs a bit of love in herself. Yeah, we all need love in life, all need love. Anyways, it's been your boy, Shady Shady, one of all the guys. Do let me know what you think about this in the comment section. In the comment section. Also, smash like, subscribe, give me some love. It's gonna be a peace out. It's your boy, Mr. Shady. Oh.